Hier ist Teil einer Saale, hier ist die Stierkampf-Arena, hier sind die Saale Bulls gegen die Black Dragons Erfurt. Guten Abend an die digitalen Bildschirme. Guten Abend, Saltan. Hallo, Marc. Wir müssen uns heute kurz fassen, wurde uns gesagt. Wir sollen pünktlich sein und zügig machen. Wir machen extra lang, komm. Positiv sieht, beide Teams können sich mental schon gut auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereiten. Bei Erfurt wären es die Pre-Playoffs und bei Halle definitiv die Playoffs, nur noch nicht klar, gegen wen und von welchem Tabellenplatz aus. 4, 5 und 6 noch möglich, 4 unwahrscheinlich, 5 hat man selber in der Hand und 6, ja, wäre dann halt Platz 6. Im Tor der Saale Bulls heute Kai Christian. Domo Galla mit einem körperlichen Akzent, aber Erfurt hatte jetzt eigentlich viel Zeit. Auf der blauen Linie Eichstadt ist die Scheibe versprungen, gut für die Hallenser. Somit erster Torschussversuch vereitelt. Oh. Es ist schon wieder Trikotprobe. Gibt es den ersten Kampf. Das ist Suchomer und Sirikov. Die beiden sind sich irgendwie verhakt. Die Klettbänder haben sich verhakt. So. Den Anfang habe ich nicht gesehen. Ja, sah jetzt eigentlich harmlos aus. War wohl relativ schnell klar, dass gekämpft werden soll, aber war jetzt eigentlich nichts Spektakuläres. Haben wir vielleicht noch auf Tape. Es wird sicherlich besprochen, wer Initiator war, ob es überhaupt ein kompletter Kampf war. Hier sehen wir es noch. Hier geht's los, schon langsam. Suchomer sagt auch, ich bin hier noch nicht fertig, gibt's noch den Check. Ja, und dann geht die Kamera natürlich zum Puck, auch verständlich. Schauen wir mal. Gibt keine größeren Diskussionen. Das ist ja das, was wir gesagt haben, was wir hier sehen wollen. Playoff-Hockey, eine bessere Vorbereitung gibt es nicht. Insgesamt die Saison fand ich alle Spiele, die ich gesehen habe, jetzt nicht nur von Halle, relativ körperlos. Und jetzt Wiehrwein stiehlt die Scheibe, schöner Pass. Tor! Tor für die Saale Bulls! Also müsste Wiehrwein eigentlich 2 Assists hier bekommen. Das war richtig gut von ihm gemacht und wir wissen, dass er eine schwere Saison hat. Freut mich für ihn umso mehr, wenn er sich dann so wieder reinarbeitet. Nichts zu halten für Vierecke. Eigentlich die richtige Entscheidung gewesen, da auf den langen Pfosten zu gehen. Vierecke hatte keine Sicht gegen Nebenstor. Und Halle jetzt mit ein bisschen mehr Initiative, hat jetzt aber gleich den Konter. War noch gestört. Bringt den Puck trotzdem auf Christian. Aber das war ja nur ein Zuspiel. Sehen wir es gerade, die Verteidiger stehen. Das wird sicherlich Raphael Jolie ansprechen. Oder die Spieler selber merken es auf der Bank. Sind ja alles erfahrene Spieler. Passiert! Elo! Den haben wir gehört. Es auch. Ging los, weil die Verteidiger zu tief den Gegner annehmen. Das ist, da begann die Fehlerkette. Und wir freuen uns natürlich aus hallischer Sicht trotzdem über das Tor.
Das ist schön zu sehen in der Zeltlupe, wie Elo den Schuss erst antäuscht hier und dann sind jetzt in einem guten Rhythmus. Müssen natürlich jetzt dabei bleiben. Aber da haben viele Sachen geklappt, die sonst nicht selbstverständlich waren. Schmidt, sehr schöner Laufweg. Schmidt, Schmidt, ja! Sehr schöner Laufweg von ihm. Hast du das gesehen? Wahnsinn. Und das war wirklich ein schönes Tor. Auch der Pass schon über Bande. Haben wir auch schon öfter angesprochen, wie wichtig der erste Pass ist. Und eigentlich war der Gegner an ihm dran. Wahnsinn, wie sich dann Patrick Schmidt da noch befreien konnte. Technisch sauber, clever und dann noch abgezockt. Schade. Eigentlich ein schöner Pass von Schmid, den konnte Grinius nicht richtig annehmen, war ein bisschen flatterig die Scheibe. Viertelsekunde eher hätte es wahrscheinlich gepasst, dann wurde auch der Platz einfach zu knapp. Hier sieht man es, die fliegt ein bisschen, die Scheibe flattert. Hier versucht Grinius noch reinzulegen. Ah, kriegt sie auch nicht vorbei. Ich dachte, er hat versucht noch Vierecke anzuschießen. Nochmal eine schöne Einstellung hat man gesehen, dass es dann doch das Außennetz war. Gibt es den Stockschlag nochmal gegen Eichstadt. Die Strafe war es mir persönlich ein bisschen zu wenig. Schläger geht hoch. Ich weiß, dass das heute ein sensibles Thema immer ist auf die Hände, aber war auch nicht wirklich Bums dahinter. Alleine der Versuch sollte nicht schon strafbar sein. Aber jetzt haben wir wieder Überzahl aus hallischer Sicht. Befreiung. Wird wohl nichts mehr werden dann jetzt in diesem Drittel. Kai Christian hält die Scheibe fest. 3:0. Wie immer gilt. Gut. Patrick Schmidt ist bei uns, Eichstätt nach Maas, das war ein irres erstes Drittel. Ja, nach dem Spiel bei den Scorpions haben wir uns vorgenommen, 100% aus der Kabine zu kommen. Hat bis jetzt ganz gut geklappt, wir müssen uns weiter am Plan halten, weiter Gas geben und ja, die Führung jetzt behaupten oder ausbauen. Danke, gute Pause. Dankeschön. Beginnen das Drittel in Unterzahl, 1:43 sind noch in der Uhr, Spielstand natürlich unverändert, 3:0 und Patrick Schmidt hat es richtig gesagt, wir müssen uns an den Plan halten, wir müssen dabei bleiben, der Plan geht bisher auf, wir haben es in der Drittelpause versucht ein bisschen zu analysieren, vor allem weil die Defensive funktioniert, ist auch Platz für Chancen vorne. Grinius, Elo, Wierwein, Schmid, Merl. 5 Offensivkräfte. Ja, da hat sich Kai Christian gerade keinen Gefallen getan. Und Jubel in der Erfurter Kurve. Ja, brauchen wir jetzt auch nicht weiter ausschlachten. Das war fast selber reingelegt, aber natürlich schön abgeschlossen von den Black Dragons. Den Fehler genutzt. Ja, und so schnell steht es 3:1. War, glaube ich, jetzt das vierte torlose Überzahl. Ganz genau habe ich jetzt nicht mitgezählt. Okay, es ist ja noch das Überzahl, dann passt wieder, passt die Statistik. Ganz sauber abgefälscht, Bergi ist das und zack, du hast recht, da war er drin. Frauko ist noch immer fassungslos über die Strafe und so.
bisschen fühle ich mit ihm mit. Ja, ganz klein, einfach nochmal abgefälscht. Da kann Vierecke da nichts mehr machen. Aber auch das überhaupt, also steht komplett frei. Dritte Pause, Interview mit unseren Gästen, gibt auch noch ein bisschen Pausenspaß, Checkübergabe ganz wichtig und wir sehen uns zum letzten Drittel. Tim May ist bei uns. Tim, erstes Drittel würden wir sagen, klare Sache, aber im zweiten Drittel ja 1-1 und ausgeglichen. Seid ihr sehr viel besser geworden oder haben die Bulls nachgelassen? Ich würde schon sagen, dass wir besser geworden sind. Wir haben ein bisschen abgestellt, unsere Fehler zu machen. Wir wollen natürlich das Spiel auch gewinnen heute, ne? Es geht schon um was. Ja, wir geben nicht auf. Jetzt ist 4-1 wirklich nichts von Bedeutung nach zwei Dritteln. Das kann sich alles noch ändern. Wie kann der Plan sein aus deiner Sicht? Naja, wir müssen einfach noch mehr Tore schießen, ne? Ist der Plan. Klar, das Ergebnis ist im Endeffekt zweitrangig. Wir konzentrieren uns auch zunächst auch auf Dienstag. Und die Fehler, die wir heute machen, wollen wir am Dienstag dann abstellen, ne? Guter Plan, danke. Danke. Eishockey. Bulli gewinnt an die Bulls. Essen ist ein wichtiges Thema. Natürlich. Es kommt hier viel zu kurz heute irgendwie. Wir hatten einen Song über Bratwürstchen und einen über Klöße. Das reicht doch nicht. Die Blasenwurst, das Team der Erfurter. Ja. Da gibt es ja regen Austausch hier auch auf verschiedenen Ebenen. Jetzt schauen wir uns an. Ja! Eieiei. Das war natürlich, was du mit der Zunge schnalzen. Sakyan. Fast eine Einzelaktion, muss man sagen, aber wo ist jetzt wieder ein bisschen besser im Spiel. Ah, das war nicht gut entgegengelaufen, haben wieder die Abstände nicht gestimmt. Und wurde Vierecke hier auch gut ausgespielt. Ganz sauberes Tor. War schön anzusehen. Naja, das plätscherte jetzt so vor sich hin und dass da nochmal einer reinkullert. Ja, wird es jetzt direkt nochmal spannend. Spannender. Ist leider dann auch heute den Bulls nicht gelungen, mal konzentriert über 60 Minuten zu spielen, aber ich will auch nicht immer der sein, der das Haar in der Suppe sucht. Es ging vor dem Spiel um die drei Punkte und die nächsten 7 Minuten 19 Sekunden müssen die Bulls jetzt konzentriert dafür arbeiten, dass diese nicht mehr in Gefahr sind. Das schauen wir uns jetzt an. 15 Sekunden sind es jetzt noch. Jetzt muss nochmal neu aufgebaut werden. Grinius geht auch nochmal in den Vorcheck. Merl. Die Laufwege haben heute, wenn Halle Speed hatte und konzentriert gespielt hat, besser gepasst. Herzlichen Glückwunsch an die Hallenser. Wie gesagt, wir drücken die Daumen für Erfurt. Jetzt freuen wir uns erstmal über die drei Punkte und darüber, dass Halle nach einer holprigen Hauptrunde sicher in den Playoffs ist. Und in den Playoffs sehen wir, was vielleicht noch möglich ist. Bis dahin macht's gut. Jetzt noch die Ehrung des besten Spielers.